Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier von Resident Evil 4, dem Remake. Alter Schwede, was war das bitte für eine letzte Episode? Richtig übel tatsächlich. Und ich freue mich natürlich, dass ihr wie immer da draußen eingeschaltet habt. Mir bedeutet das super viel. Und falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann vergesst auch nicht unbedingt den Kanal zu abonnieren. Falls ihr natürlich die Projekte genauso feiert wie ich. Ich liebe sie auf jeden Fall. So, wir gehen jetzt hier rein. Ist das richtig? Ich glaube schon. Wir brauchen da hinten den Kopf. Oder was auch immer. Das nächste Artefakt für unsere Statue. Die noch etwas unvollständig ist. Kann ich hier eigentlich das Tor öffnen? Oder die Tür? Hm, war wieder klar abgeschlossen. Nice joke. Nice. Hit macht er zu, wetten? Nein. Ich fürchte, sie haben uns. Oh. Lass meine Frau in Ruhe. So, Bolzen aufnehmen. Oh shit. Nachladen. Oh mein Gott, nicht das. Okay, Pistole, du bist dran. Komm schon. Nein. Digga. Digga. Reicht. Noch mehr. Warte kurz. Verdammt, was ist los? Der elende Penner da oben. Wie schafft er das überhaupt da oben? Los, komm. Entfern dich. Okay. Digga. Echt jetzt? Ja, ich merke das langsam auch. Hier ist es richtig voll. Jetzt bist du dran. Scheiße, mein Kopf. Es reicht wirklich, es reicht. Haben hier unendlich welche runter oder so? Ich habe das Gefühl, kommen unendlich welche runter. Komm hoch, schnell. Komm. Ist gut. Wir gehen hoch. Scheiß drauf. Wir gehen hoch, wir haben kein... Alter! Nein! Wir müssen hier lang, glaube ich. Nee, das bringt gar nichts. Das kann nicht dein Ernst sein. Wollen die hier durch die Tür? Mach keinen Scheiß jetzt. LOL! Alles klar, wenn ihr so wollt. Nein, Mann, was geht hier ab? Ich hab kaum Munition noch. Ey. Es reicht. Ich hab kaum Munition noch. Hoch, schnell. Nein! Nein!
Freikämpfen! Echt jetzt? In Deckung! Oh oh. Ich schwör's euch, ich hab fast kaum noch. Ich hab kaum noch was. So, du elender Hund. Mir geht's gar nicht. Nix da! Sind da noch welche? Digga, es kann doch nicht euer Ernst sein. Junge, es kann doch nicht dein Ernst sein. Habt ihr nicht genug bekommen? Habt ihr nicht genug bekommen? Habt ihr nicht genug bekommen? Nicht legal, ey. Haben die nicht genug bekommen? Ich habe kaum noch Munition. Geht's? Ja. Sieht gut aus. Wenigstens denkst du positiv. Boah, das war richtig mies jetzt. Ich habe so wenig. Ich habe keine Flintenmunition mehr. Alles ausgegeben gerade. Das war's dann wohl komplett hier. Wenn einmal ein super Endgegner-Fight kommt oder was auch immer, aber verkackt. Dann kannst du mir sagen, was du willst. Aber richtig, wir haben richtig verkackt. Peseten, 500 und so. Ja, alles schön und gut, aber das bringt uns trotzdem nicht weiter. Bolzen. Ein paar Bolzen, aber die bringen mir ehrlich gesagt nicht so viel. Wir haben es jetzt wirklich verkackt. Sagt, was ihr wollt. Rohstoffe. Oh. Ja, trotzdem. Selbst die Rohstoffe bringen nicht so viel. Rohstoff S. Das ist so krass. Rohstoff S brauche ich auf jeden Fall. Wenn ich davon welche finde, dann wäre es natürlich gut, aber ich glaube nicht, dass das so leicht ist, ehrlich gesagt. Pistolen, Munition. Ich muss echt, also. Das ist das Geile auch an dem Spiel. Ihr seid so ein bisschen gezwungen, so nach Munition und so zu suchen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist voll geil in dem Spiel. So, hier rüber müssen wir, Freunde. Da. Der Ziegenkopf. Einfach mal alles aufnehmen. Rohstoff L, Rohstoff S. Nehmen einfach alles auf. Hier Pistolen, Munition 5. So, was haben wir denn da oben? Rohstoff S. Zack. Pistolen, Munition oder Flinte, Munition. Pistolen, Flinte. Machen wir Flinte. So, jetzt haben wir auch hier ein bisschen Flinte, Munition. Das ist so geil. Also mir macht das Spiel... Ey, Digga, euer Ernst? Kann nicht euer Ernst sein. Das ist doch nicht deren Ernst, ohne Scheiß. Das ist doch nicht... Wie viele wollen? Also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also wie viele wollen von denen noch kommen? Es ist eine absolute Frechheit. Wirklich, ich habe doch schon keine Munition mehr gehabt. Ich brauche Rohstoff S auf jeden Fall. Wenn ich Rohstoff S habe, dann ist es schon mal gut. Schnell zurück. So. Ich werde auf jeden Fall auch zu unserem Dude gehen. Wenn es geht, so viel Munition wie es geht, einfach klar zu machen. Rohstoff S brauchen wir, 100%. Ich hoffe, der Typ ist da noch. Willkommen. Rohstoff S, Rohstoff S. Hat er das? Nee, er hat Rohstoff L. Digga, was soll ich mit Rohstoff L? Was ich derzeit habe. Ich brauch Rohstoff S, Junge. Das bringt mir nichts. Dann hole ich mir einen Erste-Hilfe-Spray, wenn schon. Das hab ich nicht immer vorrätig. Und dann können wir ein paar Sachen verkaufen hier. Wäre das dann alles? Den Bolzenwerfer könnten wir auch eigentlich verkaufen, aber mache ich nicht, der kann manchmal hilfreich sein. So, wir haben hier Rohstoff L, brauche ich gar nicht.
Nur so zur Info, tschüss. Danke. Was haben wir noch? So ein paar Sachen. Schießpulver. Auch nice, keine Frage. Ich brauche Rohstoff L. Tauschen. Hat der Rohstoff L hier? Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Wie bitte? Nee, der hat gar nicht so viel. Ein Aktenkoffer aus Leder erhöht, bla bla bla. Schwarzer Aktenkoffer erhöht Rohstoff L zu finden. Ich brauche Rohstoff S, Mann. Punisher. Bringt mir alles nichts. Hier, verkaufen kann ich auch noch was hier. Roter Beryl. Besten Dank. Hat der eigentlich überhaupt... Wisst ihr, was ich nicht verstehe bei dem? Hat der gar nicht so Pistolenmunition und so parat? Hat der sowas nicht? Das finde ich voll komisch bei dem. Erste-Hilfe-Spray und so, aber der hat keine Munition, Digga. Das ist einfach... Warum verkaufst du sowas nicht? Ich verstehe den nicht. Kann ich so angenehme Reise? Ja, danke, aber warum verkaufst du sowas nicht? Könnt ihr doch mal machen, oder nicht? Oder? Warte mal, wir haben jetzt auch Erste-Hilfe-Spray geholt. Er könnte es ja echt mal machen, aber macht er nicht. Juckt den nicht. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Seltsamer Quader. Jede Seite ist mit verschiedenen Einkerbungen versehen. Jetzt brauchen wir nur noch einen, aber wohin? Was ist das? Da ist ein Relief an der Wand. Boah, die Schlange. Boah, noch die Schlange. Kann ich hier durch? Jo. Oh. Das wird jetzt auch nochmal spannend, glaube ich. So, ich gucke nochmal, ob alles hier aufgeladen ist. So, Moment. Es gibt hier auch noch eine Granate hier. Drücke ich mal drauf. So, wartet. Und die können wir dann nehmen. Schnellzugriff. Zack. Oh, oh, ich bin mal gespannt. Hier, das müssen wir nehmen. Krass. Bevor ich das mache, Freunde. Ha, ein Speisesaal. Essen? Hier? Nee, danke. Nee, hier würde ich auch nichts essen. Aber ich glaube, es gibt hier einen Code, oder? Eine Schlangenstatue. Das sieht krank aus. Das erinnert mich so ein bisschen an Harry Potter, wenn ich ehrlich sein soll. Ein bisschen, tatsächlich, aber nur ein bisschen. Lol. Man kann interagieren, während, wie man halt isst. Lol. Was sollen wir jetzt hier machen? Okay, hier kann ich überall Anweisungen geben, aber das ist doch Quatsch. Was ist denn hier? Rotes Kraut. Oh, ich hasse diese Rätsel, ne? Also wirklich, ich hasse diese Rätsel über alles. Also ich habe wirklich, wir spielen, ich weiß nicht, wie spät es gerade ist, aber es ist so anspruchsvoll. Ich habe da keinen Bock nachzudenken. Weil das auch so für ein LP ist das so ein bisschen langweilig, finde ich, wenn wir so zusammen suchen. Wisst ihr, wie ich meine? Was soll man hier machen? So. Wir haben hier einmal zwei Messer. Eine Gabel und ein Löffel. Und einmal irgendwie so Kokain hey, oder so. Hast du eigentlich viele solche Einsätze? Ja. Allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung. Ist das ein Kompliment? Das überlasse ich dir. Ich muss jetzt mal genau gucken. Also hier ist schon mal nichts von dem, was wir suchen.
Hier. Das könnte richtig sein. Eins. Dann kommt zwei. Zwei Löffel Brötchen und drei Gabel. Zwei Löffel Brötchen und Gabel. Zwei Löffel Brötchen und Gabel. Das ist es auch nicht. Zwei Löffel Brötchen und Gabel. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht, Digga. Hä? Da steht, da sieht man das doch. Der zwei. Ach so, ein Löffel und zwei Gabel. Ja, dann ist es das. Oh, das ist falsch. Nee, nee, das ist falsch. Der hat ein Brötchen da. Ja, das ist das. Das hier. Setz dich. Okay. Ach, krass. Okay, wir müssen interagieren. Ich verstehe. Ich verstehe. Und ich hab dann sie. Warte, ich guck mir das nochmal an. Ein Löffel, ein Gabel. Eine Gabel. Ein Löffel, eine Gabel. Okay, bleib doch mal sitzen, Fräulein. Ein Löffel, eine Gabel. Und dann hatte sie da kein Brötchen, sondern so was zu trinken, Champagner oder so, keine Ahnung. Bei ihr war was drin auf jeden Fall. Also hier ist aber nichts drin, ne? Doch, das ist hier, glaube ich. Hä? Also, ein Löffel, eine Gabel, zwei Messer. Ein Löffel, eine Gabel, zwei Messer. Ein Löffel, eine Gabel, zwei Messer. Brötchen hatte sie dann nicht. Teller war leer. Okay, ein Löffel, eine Gabel, Teller war leer. Ein Löffel, eine Gabel. Teller war leer. Ein Löffel, eine Gabel, Teller war leer. Ja, hier. Und zwei Messer waren das, oder? Ja, ich glaube, es sieht aus wie zwei Messer, ja. Okay. Dann müssen wir hier rüber. Okay. Dann wollen wir los. Es passiert nichts. Wartet mal, habe ich was falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Oder sitzt sie jetzt falsch? Also in dem einen ist auf jeden Fall was drin eigentlich, aber das sehen wir ja nicht. Das ist das Problem. Guck mal hier, seht ihr das? Sie hat, also... Ah, wartet mal. Sie muss noch diesen Kanister haben, diesen... Die kann da gar nicht, die ist da falsch. Komm mal her. Hey. Moment. Komm mal mit. Du musst hier sitzen. Alles klar. Wartet mal kurz. Rechts neben dem Brötchen. Rechts neben dem Brötchen. Das muss dann hier sein. Oder? Zwei Gabel und drei Messer. Zwei Gabel, drei Messer. Zwei Gabel, drei Messer. Ja, du kannst dich hinsetzen. Alles klar. So, und dann gehe ich schnell rüber und setze mich hier hin. So, los geht's. So läuft das. Scheint, wir lagen richtig. Geht doch. Bitte keine Gegner jetzt.
Schlangenkopf. Die letzten Artefakte haben wir jetzt endlich. Uiuiui. So, Freunde, bevor wir das machen, speichern wir natürlich hier unten. Heiliger Bambino. Willkommen. Ich hab nur die können wir irgendwas verkaufen hier mittlerweile wieder? Nee. So, Spiel speichern natürlich. So, los geht's. Freunde, jetzt ist es soweit. Das letzte Artefakt und das sehen wir alles in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Dieses Game ist ultra geil. Ciao, ciao, euer Melek.